Schwarz, weiß und längst auch sehr farbenfroh. Es ist wieder ein Fest für die Augen, das viktorianische Picknick im Clara Zetkin Park. Seit Jahren das erste große Stell-dich-ein der WGT-Szene. Quasi der rote Teppich, auf dem man flaniert. Und kunstvoll in Handarbeit gefertigte Kopfbedeckungen zur Schau trägt. Allein in diesem Hut stecken 3 Tage Arbeit. Dann wird die Küche komplett umgeräumt, dann wird der Küchentisch, da liegt dann das ganze Bastelzeug und dann sitzt man da. Und allein das Machen macht einfach auch totalen Spaß. Man macht es ja gern und ich fieber das ganze Jahr darauf hin, auf dieses WGT, vor allem auf das Viktorianische. Von Kopf bis Fuß sind sie durchgestylt, von der Tischdeko bis zum Kuchen. Alles passt ins Bild. Wie schafft man das? Einjährige Organisation. Wir fangen im Endeffekt, wenn das eine WGT vorbei ist, schon zu planen fürs nächste an. Ja, doch, es ist wirklich so. Begeisterung, die offenbar auch Haustiere ansteckt. Der hat Happy Happy bekommen, ganz frisch, eine ganze Tonne zu Hause, sonst hat er das nicht mit dem gemacht. Übrigens, in diesem Jahr sind mindestens genauso viele begeisterte Schaulustige im Park. Früher hat man gesagt, Kuftis sind alle irgendwie durchgeknallt, aber so ist es nicht, ne? Ist doch irgendwo faszinierend. Ich finde das einfach viel Lebensfreude, trotz dunkler Kleidung. Wir kommen immer hier angucken. Das ist, gehört zu Leipzig und ein bisschen Segen für Leipzig, das Fest. Ein Segen auch, dass das WGT nach den Corona-Nachwehen in gewohnter Größe wieder möglich ist. Aus der ganzen Welt sind die Teilnehmer wieder angereist. Die Veranstalter rechnen mit 20.000 Besuchern. Auch vom heute Abend stattfindenden Depeche Mode-Konzert auf der Festwiese könnte man profitieren. Denn auch die M-Fans werden sicher bleiben. Wir haben tatsächlich auch ganz direkt profitiert, das möchte ich auch sagen, indem wir nämlich die Vorband, die heute Abend bei Depeche Mode spielt, auch noch buchen konnten für einen weiteren Auftritt, den sie morgen dann bei uns beim WGT hier als Mitternachtsspezialkonzert absolvieren. Memento Mori. Leipzig feiert zu Pfingsten das Leben und auch das Wetter spielt mit.